Hi Leute, was geht ab? Ich habe mir gerade spontan überlegt, ich werde das Ganze hier... Warum lachst du? Ihr seht, meine Schwester ist hinter der Kamera und ich finde das vollkommen witzig. Auf jeden Fall... Sag mal Hallo. Hallo. Auf jeden Fall, ich habe eigentlich statt das hier exklusiv auf Facebook zu machen, aber ich denke, ich mache es jetzt doch auf YouTube, weil ich es kann und so. Und Leute, passt auf. Tata, I have some boxes. Und in these boxes ist Fairy Great Things und so drin. Und das packen wir jetzt mal aus. Hol das krasse Unboxing mal wieder. So, Leute, ich habe jetzt mein cooles Messer. Das ist voll cool. So, machen wir mal auf den ganzen Spaß hier. Na, schauen wir doch mal, was da Schönes drin ist. Das ist auf jeden Fall eine große Box. Schon ist echt cool, wie groß die Box ist. Ah, da sehe ich schon. Das ist so cool. Leute, guckt es euch an. Erstmal mal den scheiß Karton hier weg. Da bin ich eigentlich kein Mensch. Die Tales of Xillia 2 Collectors Box, so hieß sie, glaube ich. Die Ludwig Gresnik Collectors Edition. Wunderschön. Und wow, die ist größer als ich gedacht habe, auf jeden Fall. Wir können ja mal gucken, wie die Box aussieht. Aber ich würde sagen, das erste Mal die Scheiße da ab. Mit meinem coolen Messer. Das ist unglaublich, wie cool das ist. Willst du eigentlich auch ins Video, liebe Schwester? Ich muss aufs Handy, Halle. Ich kann dich gern auch filmen. Nee, das nicht. Willst du nicht? Die Schwester will nicht mit Video. So Leute, passt auf. Moment, machen wir das mal schnell auf. Alles auf dem Boden, weil ob hier mehr oder weniger Dreck ist, ist voll egal. So Leute, wie gesagt, die Box von vorne, die Box von der Seite, da ist der gute, wie heißt der nochmal? Ich vergesse seinen Namen immer. Ludger, der gute Ludger drauf. Dann haben wir die andere Seite, da ist, ich habe keine Ahnung, wer das ist, drauf. Und die Rückseite, da kann man vielleicht ein bisschen näher mal dran mit der Kamera. Ich hoffe, das fokussiert gut. Ja. Wunderschön und so Dinge. Hier seht ihr schon, was alles drin ist. Das holen wir jetzt gleich alles mal raus und gucken uns das mal genauer an. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal überrascht, wie groß das Ding ist. Gucken wir mal rein. Also, Leute. Das ist wunderschön. Ich als riesen Tales of Fan, das ist für mich so wie Weihnachten und Geburtstag zusammen sowas auszupacken, das ist wunderschön. Da haben wir als allererstes das hier, aber ich mach mal ein bisschen Platz, Moment. Diese schöne kleine Box hier, die sieht schon mal sehr edel aus auf jeden Fall. Und die kann man aufmachen und dann haben wir hier, was Teil ist das? Moment, das ist ein Section. Wow, ich habe eine Tales of Xillia 2 Section für Geld. Leider habe ich kein Geld. So, gut, schön. Das ist garantiert gedacht für den weiteren Inhalt dieses Böckchen. Und zwar, wow, die ist ganz schön schwer. Dieses schöne, nette Ding, seht ihr das? Und zwar ist das die, wow, das ist ein Spiegel. Guck mal, ihr seht euch selbst. Ha, da seid ihr irgendwo da draußen. Das hier ist, Moment, wie rum kommt das? So. Das hier ist die Taschenuhr, die Uhr von Ludger, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, kann auch sein, dass es von einem anderen Charakter ist, keine Ahnung, aber ich kann hier in die Kamera blenden, das ist voll cool. Ja, nett auf jeden Fall, mit Spiegel, oh, ich bin so hübsch heute, das ist wunderschön. Okay, das ist schön. Mal hier noch so Tales of Xillia 2 hier und voll schön hier so Design und so und das wie dieses... Diese dreckigen Dinger hier drauf. Ich hasse die Sau. Ich mach die immer direkt ab. Gut, legen wir mal daneben hin. Und das Section legen wir neben dran. Wunderschön. Und die Box auch, damit man später alles so auf einem Blick hat. So, was ist das hier? Moment, Leute. Das ist vollkommen wichtig, bestimmt. Deutschland, technische 0900. Hast du nicht gesehen? Das ist voll cool. So, Leute, es geht weiter mit der Spieleanleitung. Tales of Xillia 2. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls irgendjemand von euch Teil 1 gespielt hat und wie ihr das findet und oder ob ihr überhaupt Teil 2 euch auch schon gekauft habt und könnt ihr mal alles in die Kommentare schreiben. So, ich suche mal gerade das Ganze auf Deutsch. Hier, bevor es losgeht, sehr schön, das ist schon mal Deutsch. Was ist das für eine Sprache? El est une filita puto. Kenn ich nicht, egal. Spanisch, wette. Spanisch? Okay. Ich glaub schon. Ich kann nur Deutsch und a little bit Englisch. So, passt auf. Hier ist so schön die Charakter erklärt. Der Ludger und die... Emmy? Heißt sie so? Ellie. Irgendwie so.
Ja, schwarz-weiße Anleitung. Ich habe damals immer gesagt, wenn eine Spieleanleitung schwarz-weiß ist, ist das Spiel schlecht. Aber das kann man heutzutage ja nicht mehr sagen, also egal. Legen wir da dazu. Schön. So, Leute, es geht weiter. Das ist so geil. Leute, schaut euch an. Das hier ist die Steelbox von dem Ganzen. Das hier ist der Kater oder die Katze. Ich habe keine Ahnung, ob es weiblich oder männlich ist. Von der kleinen Ellie. Ich muss mal gucken, wie die heißt. Ich weiß es gar nicht genau. Da von vorne. Da von hinten. Ich hoffe, man kennt das alles. Sieht ganz cool aus, finde ich. Schöne Katze. Und da drinnen. Oh, Moment. Erstmal hier den. Leute, kleines Bonus-Dingens für euch. Und zwar nutze ich diese Register-Codes bei Namco. Die nutze ich selbst nicht. Das heißt, wer jetzt von euch extremst schnell ist und das macht, kann sich jetzt den Code hier greifen und bei sich eingeben. Den schenke ich euch. Hast du drauf? Mhm. Okay. Also Leute, da könnt ihr euch jetzt 1500 Punkte sichern und voll die krassen Extras abstauben. Wunderschön. Guck mal, wie lieb ich bin. Die schenke ich euch einfach. Das ist so wunderbar. Leute, und hier drin haben wir den Soundtrack einmal hier, der Original Soundtrack, und dann haben wir hier das Spiel an sich, sehr schön, wäre auch sehr schade, wenn das Ganze nicht dabei wäre. Ja, das legen wir mal so rum dahin, weil ich finde diese Seite cool. So, machen wir mal weiter, und zwar wird es jetzt erst richtig cool. Jetzt kommen nämlich die Special Things, aber ich muss erst mal gucken, ob ich es rauskriege. So. Und zwar hoffe ich erstmal, dass es hier nicht im Weg steht. So. Tata, Leute. Guckt euch das an. Das hier ist das Artbook von dem schönen Spiel. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ist auch extrem geil gemacht. Es ist gar nicht so billig. Es ist wirklich ein Hardcover. So nennt man das Ganze. Hardcovers. Wir gucken mal ganz kurz rein. So ein bisschen. Echt schön gemacht, edel auf jeden Fall. Gutes, gute Qualität, dicke, nennt man das so. Ihr wisst schon, gute Qualität. So, Leute, gut, hier sind die ganzen Charakter nochmal drin mit schönen Designs. Sieht echt geil aus. Wer auch immer das ist, ob das ist er. Moment, wer ist das? Moment mal ganz kurz. Ist das er? Ist das Ludger? Alles sehr merkwürdig, Leute. Wir gehen mal weiter. Hier haben wir die gute Ellie mit ihrem Kader Katzerisch. Wie heißt er eigentlich? Moment, ist er auch hier drin? Bestimmt irgendwo. Hier ist noch mehr Charaktere. Der gute, wie hieß er nochmal? Jude, ja, von Teil 1. Mila. Ach, ich freue mich, da später mal in Ruhe durchzugucken. Das war mein Lieblingscharakter bei Teil 1. Die Leia. Die ist cool. Alvin. Elise. Moment, ich will jetzt wissen, wie die Katze heißt. Moment, Leute. Wir gucken jetzt mal, bis wir die Katze gefunden haben. Ich finde es cool, dass man zum Beispiel auch jetzt bei dem Spiel sie steuern kann. Und auch ihn. Die waren ja bei Teil 1 nur wichtige Charaktere, die man nicht spielen konnte. Hier ist sie. Rollo, Leute. Es ist Rollo. Also anscheinend ein männlicher Kader quasi, eine männliche Katze. Rollo! Ja. Schön, Leute, das ist das Artbook von Tales of Celia 2. Das ist wirklich sehr nice. Dann legen wir auch mal da vor mich. So. Aber wir sind immer noch nicht fertig, Leute. Diese Box hat so viel zu bieten. Es ist unglaublich. Man könnte meinen, ich mache Werbung. Aber ich bekomme dafür leider kein Geld. So. Es ist alles nicht so einfach auf jeden Fall. So, Leute, jetzt kommt eigentlich das wahre Highlight, da wo ich mich am meisten drauf freue, abgesehen vom Spiel. So, Leute, es ist schön, Leute. Zuerst mal von hinten, wichtiger Text, den man lesen muss. So, dann Ludger von der Seite und nochmal Ludger in Dingens. Und Leute, schaut's euch an, die Figur von Ludger, die exklusiv bei der Collectors Ludger Kresnik Edition dabei ist. Und die packen wir jetzt mal aus. Ich bin schon extremst gespannt.
Macht dir noch Spaß zu filmen? Ja. Das ist ein Traum, ne? In Zukunft ja. Kannst du eigentlich immer filmen für mich. Alles klar. Okay, du, also wenn ich jetzt auf Gamescom oder irgendwelche Events gehe, du filmst was immer. Ich filme, ja. Immer mit dem Film. Ich meine, Arbeitskräfte sind heutzutage mega teuer, deswegen muss man einfach mal die Schwester versklaven. So. Na komm. Ach Leute, das ist so schön. Das ist so schön. Und wahrscheinlich macht irgendwas kaputt gleich. Immer wieder viel Müll. Ich sehe schon, die ist alles wieder voller Müll. Aber ist es mir wert. Okay. Ich hoffe, man erkennt hier noch alles. Ich hoffe, es ist auch hell genug. Wenn nicht, muss es halt im Video nachhellen. Das ist, ihr werdet damit kein Problem haben. Das ist mein Problem. Ja, Leute. Guckt's euch an. Die Ludger-Figur. Und ich finde, ihr sieht wirklich, wirklich schön gemacht aus. Mit seinen zwei Schwertern. Es ist wirklich gute Qualität. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die Qualität so gut ist. Sieht echt nice aus, Leute. So, wir drehen die mal einfach mal hier um 180 Grad. Nice! Das ist nice! So, Leute. Das war's. Das stellen wir mal hier so hin. Da kannst du ja mal filmen hier. Das ist hier quasi komplette, der komplette Boxinhalt. Wir haben hier diese Taschenuhr von ihm. Das Section, dann das, die Box, wo drin war, die Anleitung, der Code, ihr müsst unbedingt den Code, nehmt euch den Code, es wird nie wieder so billige Codes geben. Die Steelbox mit dem Soundtrack und mit dem Spiel natürlich und dem Artbook. Ja, das ist der Box, der Box vor allem, dass ich Artikel kann gut reden und so. Ja, hier die Box nochmal, die kann man ja auch mal neben dran stellen nochmal. Und was ich ein bisschen schade finde auf jeden Fall ist, dass keine normale Hülle dabei ist, sondern nur diese Steelbox dabei ist. Ja, ich hätte ja gerne noch eine normale Hülle gehabt, aber naja, egal. Gibt Schlimmeres, das Ganze kommt sowieso auf meinen Tales of Schrein, den kennt ihr ja, vielleicht sieht man den da im Hintergrund, meinen Tales of Schrein, sieht man den, ist ja auch egal. Leute, das war's, Tales of Xillia 2, ich freue mich, ich werde das Ganze spielen und mich erfreuen, der Ludger bekommt einen guten Platz und mal gucken, wo ich alles hinpacke. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch habt, ob ihr die normale Edition habt, ob ihr die Special Edition habt, ob ihr Teil 1 gespielt habt und was ihr überhaupt von Tales of haltet. Ja Leute, auf jeden Fall, das war's jetzt mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.